Also ich bin Jörg Bergemann, bin Professor an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen und leite gleichzeitig ein Steinbeis-Forschungs- und Entwicklungszentrum. Wir beschäftigen uns mit der Entwicklung von Assay-Systemen, um Tierversuche, wo immer das geht, zu ersetzen. Also wir sind jetzt nicht der Ansicht, dass Tierversuche überall ersetzt werden können, aber wo das geht, sollte das gemacht werden. Und die wissenschaftliche Fragestellung, die dahinter steht, neben dieser Methodenentwicklung, ist insbesondere die Stimulation von zelleigenen Reparatursystemen. Wenn Sie bedenken, dass in Ihrer DNA jeden Tag in jeder Zelle 40.000 Schäden entstehen, dann ist es natürlich faszinierend, sich damit zu beschäftigen, wie diese Schäden repariert werden, also nahezu komplett repariert werden, was für Mechanismen dahinter stecken. Und man entdeckt auch ständig neue Mechanismen. Und insbesondere beschäftigen wir uns mit den Mitochondrien in unseren Zellen, die ja auch eine eigene DNA haben. Und da gibt es etwas andere Mechanismen. Lange Zeit hat man gesagt, die Mitochondrien haben diese Mechanismen gar nicht. Inzwischen weiß man, die haben sehr wohl diese Mechanismen. Und es spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, die Intaktheit der Mitochondrien bei Alterungsprozessen, bei Krankheiten, beim Gesundbleiben. Und diese Rolle, die sogenannte mitochondriale Medizin, die kommt immer mehr in den Fokus. Und es war mir ein Anliegen, gestern auf dem Kongress hier auch vortragen zu können. Und es hat ganz, ganz viel Resonanz gegeben und bin wirklich zum Teil sogar überrascht, wie viel Resonanz das zu den Mitochondrien gegeben hat. Ich bin kein Kardiologe, wie gesagt, ich bin Zellbiologe. Aber das ist doch ein Thema, was sehr, sehr in den Köpfen drin ist und wo man sehr, sehr an weitere Informationen interessiert ist. Nämlich, wie diese Fehlfunktionen der Mitochondrien, wie die sich auswirken, auch für den Kardiologen. Und insbesondere auch, was man machen kann, was es für Therapieoptionen gibt. Und wir haben das ja gestern besprochen. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, wie man an die Situation herangeht, dass man natürlich erstmal selber etwas tun muss, Beispiel Bewegung, dass es dann bewährte Therapieformen gibt, Beispiel Mitoceuticals, und dass es dann eben auch einen Ausblick gibt zu ganz fantastischen Therapieformen wie der Transplantation von Mitochondrien beim Herzinfarkt zum Beispiel. Also ein ganz, ganz vielfältiges Geschehen. Und ja, das hat mir große Freude gemacht, dass das auf so großes Interesse stößt. Und andererseits war es für mich auch eine sehr, sehr große Freude, dass ich sehr viel über Kardiologie hier gelernt habe, was ich so vorher nicht wusste. Wie gesagt, weil ich kein Arzt bin, kein Kardiologe bin. Die Mitochondrien spielen natürlich eine zentrale Rolle beim Energiestoffwechsel, also bei der Regeneration vom ATP. Und damit ist natürlich der Bezug zu Muskeln, zu Herz-Kreislauf-System, der liegt sozusagen auf der Hand. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die Mitochondrien haben viele, viele andere Funktionen. Viele Funktionen, die wir aktuell gerade entdecken, ich bin ja gestern darauf eingegangen, dass wir sagen, ach, die Mitochondrien mit ihrer kleinen DNA, die haben 13 proteinkodierte Gene. Und mittlerweile weiß man, dass sich in den offenen Leserahmen noch weitere Gene befinden, die dann für die Kommunikation innerhalb der Zelle, aber auch außerhalb der Zelle eine ganz zentrale Rolle spielen. Also diese, wenn ich die Frage richtig verstehe, also diese Rolle als Regeneration von ATP, das ist eine ganz zentrale Rolle, das ist überhaupt keine Frage. Aber es gibt viele, viele weitere Funktionen darüber hinaus, die eine Rolle spielen. Die Mitochondrien spielen eine zentrale Rolle bei Abwehrsystemen, im Immunsystem. Die spielen eine zentrale Rolle haben eine zentrale Funktion im Bereich des Zellselbstmordes, also in der Apoptose. Die Mitochondrien müssen erneuert werden. Die haben, wie gesagt, in der Zelle ein Eigenleben, aber nicht nur in der Zelle, sondern wie wir jetzt wissen, können die Mitochondrien die Zellen auch verlassen und haben dann auch außerhalb der Zelle eine ganz, ganz wichtige Funktion und können sozusagen durch den Körper wandern, durch das Blutgefäßsystem und können dann wieder in andere Zellen ein. Was natürlich dieses Wissen, was man dort hat, was natürlich völlig neue Therapiemöglichkeiten eröffnet. Das ist das, was ich gestern gesagt habe. Wenn Sie das meinen, diese neuen Betrachtungsweisen, da ist es so, dass die noch nicht in die Praxis direkt umgesetzt sind. Also diese anderen Sachen, Mitoceuticals und so, da haben wir unglaublich viel Erfahrung, was man machen kann. Mineralstoffe, diese therapeutischen Maßnahmen, diese neuen Maßnahmen, also Mitochondrientransplantation und so etwas, das ist etwas, wo ich jetzt sagen würde, das kann in der Praxis, das kann man noch nicht direkt umsetzen, hat ein unglaubliches Potenzial, dass man weiß, wie man mit diesen Organellen umgehen kann und wofür man sie nutzen kann. Oder das, was ich auch gesagt habe mit den Mitochondrientunneln beispielsweise, wie man so etwas stabilisieren kann und wie man so etwas induzieren kann. Und natürlich überhaupt, wie man die Mitochondrien sozusagen fit hält, wie man die intakt hält. Das ist ja dass es unter Umständen nach Möglichkeit gar nicht zu einer Erkrankung kommt. Das ist ja eigentlich die Wunschvorstellung, dass man so lange wie es geht gesund bleibt. Also ich würde in dem Bereich der mitochondrialen Medizin oder überhaupt im Bereich der Stimulation von Reparaturprozessen, da würde ich die
sagen, die nächsten Jahre, also das ist vielleicht jetzt ein bisschen optimistisch, aber da werden wirklich viele, viele Dinge passieren. Weil wir gelernt haben, wie wir Mitochondrien, also weil wir gelernt haben mittlerweile, welche wichtige Funktion die Mitochondrien spielen, gerade in der regenerativen Medizin oder gerade auch in der regenerativen Medizin, welche sie beim Altern spielen, welche sie bei natürlich bei unserem Thema hier bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen spielen. Und bei uns ist so, wir haben uns so ein bisschen drauf spezialisiert auf das Thema Alterung, was natürlich einhergeht ganz, ganz eng mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und da ist es wie in der mitochondrialen Medizin das Bewusstsein dafür, dass wir etwas tun müssen, um gesund zu altern und auch das Bewusstsein dafür, wenn wir das nicht tun, dass wir dann auch gesellschaftlich die allergrößten Probleme kriegen, das ist noch nicht so vorhanden. Das muss noch weiter geschaffen werden und weiter geschärft werden. Und dafür ist natürlich dieser Kongress hier auch eine wunderbare Gelegenheit, dieses Bewusstsein zu verbreiten. Das ist etwas, also wenn wir dort nichts tun, davon bin ich fest überzeugt, dann werden große Probleme in ein paar Jahren auf uns zukommen. Und da spielt eben die Medizin eine ganz zentrale Rolle und innerhalb der Medizin eben auch die mitochondriale Medizin.